In diesem Video soll es einmal um die Orientierung von Spielern gehen. Und ganz ehrlich, ich war extrem erschrocken, als ich mich auf dieses Video und auf diesen Inhalt auch vorbereitet habe. Ich sehe immer wieder Inhalte, die gepostet werden auf unterschiedlichen Netzwerken, auch auf unterschiedlichen Blogs, wo Dinge aus der Orientierung dann super dargestellt werden und super wichtig sind und dann einfach übernommen werden, ohne kritisch hinterfragt zu werden. Und da sind einfach objektiv viele Dinge bei, die nicht unbedingt richtig sind oder die die Orientierung nicht richtig einordnen. Deswegen soll es in diesem Video nicht nur darum gehen, dass du ein besseres Verständnis dafür bekommst, wie Spieler sich im Raum und vor allem natürlich auch im Fußballfeld orientieren und Dinge wahrnehmen, sondern auch so ein bisschen das kritische Auge von dir so ein bisschen schärfen und so ein bisschen darüber auch zu lernen, wie man Inhalte, die man vielleicht bei YouTube oder anderen Kanälen, auch dieses Video gehört dazu, sieht und kritisch hinterfragen kann. Und damit viel Spaß bei den nächsten Minuten. Okay, kritischer Umgang mit Dingen. Bevor wir jedoch anfangen, Kritik zu äußern, möchte ich erstmal loswerden, dass ich keineswegs der Meinung bin, dass Orientierung im Fußball nicht wichtig ist. Ganz im Gegenteil, es ist natürlich die Basis für Entscheidungen und dafür auch Entscheidungen auszuführen. Doch möchte ich einfach den Blick ein bisschen darauf wenden, wo die Orientierung wirklich hingehört und wie ich sie auch gezielt anwenden kann. Denn, und das ist dann der erste Punkt, über den ich ein bisschen reden möchte, die Orientierung ist so ein bisschen zu so einem Selbstzweck geworden. Also wenn ich Videos auf YouTube schaue, dann kriege ich immer wieder Videos darüber, wie viele Scans per Second oder Scans per welche Zeiteinheit auch immer notwendig sind, auf allerhöchstem Niveau. Da werden mir Videos angezeigt auf Champions League Niveau, Spieler XY, Pirlo aus den letzten Jahren oder Kroos oder Modric werden mir gezeigt, wie häufig sie ihren Kopf drehen, dadurch vermeintlich die beste Entscheidung sehen und sie dann auch ausführen. Das Problem an der Geschichte ist, dass die Orientierung so ein bisschen zu so einem Selbstzweck mutiert. Das heißt, es geht dann mehr darum, Trainingsformen zu finden, wo Spieler es hinbekommen, in einer gewissen Zeit, eine gewisse Häufigkeit, eine Kopfdrehung hinzubekommen, es aber nicht mehr dem eigentlichen Motiv des Fußballspiels folgt, nämlich gute Entscheidungen auf höchstem Niveau auszuführen. Und da möchte ich so ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die Orientierung nicht ein Selbstzweck ist, sondern eigentlich nur ein Werkzeug, um das Spielziel zu erreichen. Und dieses Werkzeug sollte es auch bleiben. Ich gebe euch mal ein ganz einfaches gedankliches Beispiel. Ist für mich die Orientierung ein Selbstzweck, dann werde ich Übungen kreieren, in der ich ganz abstrakte Formen finde, wo Spieler angelaufen kommen, sich umdrehen, eine Leibchenfarbe erkennen müssen, blau rufen müssen und aufgrund dieser Farbe blau dann den Ball, den sie bekommen, in ein blaues Tor schießen müssen. Jetzt wird jeder sagen, ja, habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gemacht, habe ja auch ich schon mal gemacht, darum geht es ja gar nicht. Aber ist das wirklich das, was sie auf dem Fußballfeld müssen, machen müssen? Und das ist eigentlich nicht der Fall, denn auf dem Fußballfeld müssen sie ja Konstellationen von Spielern erkennen und auf der Basis Entscheidungen dann auch ausführen. So, wenn ich aber diese Orientierung als Selbstzweck sehe, dann suche ich immer mehr Übungen dafür, es verselbstständigt sich und ich komme auf einmal auf die Idee und sage, es könnte sowas geben wie Scans per Second. Und jetzt kann ja jeder Trainer auf einmal einfach nur mit Zählen herausfinden, ob seine Spieler gut sind. Er braucht ja einfach nur eine Kamera aufstellen oder eine Strichliste führen, wie häufig sich ein Spieler in gewissen Spielformen dann einfach orientiert. Und schon kann ich sagen, ah, der ist gut, der ist nicht so gut, du musst dir ja häufiger den Kopf drehen. Und schon verselbstständigt sich das. Wenn ich jedoch, wie eben gesagt, dem Motiv des Fußballspiels folge, nämlich die bestmöglichen Entscheidungen auf allerhöchstem Niveau auszuführen, dann wird auf einmal die Orientierung ein Werkzeug für mich. Und dieses Werkzeug kann ich anwenden. Nehmen wir mal das Beispiel eines U13-Spielers und wir lassen ein 4 gegen 4 spielen. Und der Spieler kommt immer wieder entgegen und dann merkt er, oh shit, was passiert hier? Okay, ein Gegenspieler kommt davor, nimmt den Ball, schießt ihn rein. Ich beobachte das als Trainer. Ich lasse das noch ein paar Mal laufen, gucke, ob das häufiger auftritt, ist der erste Schritt. Und ich merke, okay, er braucht Hilfe, er braucht was an die Hand, er braucht ein Werkzeug. Und dann kommt die Orientierung ins Spiel.
Und dann gehe ich zu ihm hin und sage ihm im Detail, was extrem wichtig ist. Und nicht einfach nur zu sagen, du musst so und so häufig deinen Kopf drehen, sondern wann, während wo sich der Ball befindet, musst du welche Sachen wahrnehmen, um welche Entscheidungen zu treffen. Und dann kann ich zu ihm hingehen und sagen, pass auf, solange der Ball noch nicht bei dir ist und der Torwart noch zum Innenverteidiger spielt und die sich noch den Ball zu spielen und du noch gar nicht entgegenkommst, drehst du dich einmal kurz über die Schulter und guckst, wo dein Gegenspieler ist. Und wenn dein Gegenspieler auf der Seite ist, dann gehst du danach auf die Seite weg und versuchst deinen Körper reinzubringen. Alles klar, so machen wir das. Und dann guckt man wieder 4, 5, 6, 7 Mal drauf. Und wenn er es auch nur einmal im Ansatz schafft, dann feiere ich den Jungen. Dann feiere ich den Jungen über alle Grenzen hinaus. Dann hat der Junge schon mal den Trainingserfolg für die Woche hinbekommen. Und dann wird die Orientierung zu einem Werkzeug, das dem Spieler hilft und nicht mehr zu einem Selbstzweck. Ein weiterer Punkt, ich habe es eben schon mal so ein bisschen auch anklingen lassen, ist das Detail. Was ich immer wieder sehe, ist, ja, ein Spieler muss sich so und so häufig orientieren, er muss sich umdrehen. Und ich höre auch immer wieder von Trainern, die dann reinrufen, orientier dich doch, wenn dann gerade mal ein Ballverlust stattgefunden hat. Ja, aber Trainer, sag mir wie und sag mir wann und sag mir auf welcher Basis. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich die Orientierung als Werkzeug ansehe, dann kann ich auch mit diesem Werkzeug auf einmal im Detail arbeiten. Dann kann ich nämlich auch hingehen und sagen, okay, du brauchst vielleicht nur ein, zwei gezielte Blicke, um dann Dinge zu erfassen und dann die Entscheidung zu treffen. Denn es gibt mehr als genug Situationen, in denen ich auch gar nicht mich unbedingt orientieren muss im Sinne des Umdrehens, sondern mich orientieren muss im Sinne von, ich laufe in eine Situation rein, nehme aber schon wahr, was da passiert und kann auf der Basis eine Entscheidung treffen. Nehmen wir mal die Situation eines zentralen Mittelfeldspielers, der in die Richtung seines eigenen Spielaufbaus, der eigenen Innenverteidiger schaut. Und die Innenverteidiger haben den Ball, dann kann ich allein aus dem, was ich sehe, schon gewisse Entscheidungen vielleicht ableiten. Weil ich sehe ja meine Innenverteidiger, ich sehe meine Mitspieler, ich sehe vielleicht meine Außenverteidiger, ich sehe beispielsweise zwei Stürmer dagegen, dann sehe ich vielleicht noch zwei Sechser, die auf meine eigenen Sechser gehen. Und den Rest des Feldes, der sich ja hinter mir befindet, kann ich ja grob erschließen. Also wenn ich hinter mir jetzt noch zwei Stürmer habe, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass in den meisten Formationen gar kein Druck von hinten kommen kann. Das ist dann natürlich eine Frage von Spielerfahrung und von Häufigkeit und auch von Aufzeigen von, aber ist auch ein Beispiel dafür, wie wir über die Orientierung immer nur darüber reden, wie häufig ich meinen Kopf drehe. Und der nächste Punkt, der damit reinspielt, es geht nicht darum, die Kopfdrehung zu optimieren. Das macht gar keinen Sinn. Das Ziel des Spiels ist es, mit möglichst wenig Blicken, möglichst viele Entscheidungen zu finden und möglichst viele Entscheidungen dann auch treffen zu können auf allerhöchstem Niveau. Das Ziel des Spiels wäre es also, möglichst wenig Blicke einfach hinzubekommen, wo ich aber das Maximale herausziehen kann. Oder dem Spieler auch beizubringen, wann hat er sich denn zu orientieren. Was man häufiger auch sieht, ist, der Ball rollt auf einen zu und dann soll der Junge oder das Mädchen noch einen Kopf drehen, dreht den Kopf, guckt, wie, oh, der Ball ist weg. Das ist natürlich viel zu spät. Deswegen ein wichtiger Punkt, nutzt die Orientierung bitte im Detail. Und der letzte Punkt zum kritischen Denken ist so ein bisschen theoretischer Natur. Da habe ich euch auch in der Infobox ein kleines Video zu verlinkt, zu jemandem, der das noch besser erklären kann als ich, aber ich gebe mir größte Mühe. Denn wenn ich von einer Theorie überzeugt bin, nämlich der Theorie Orientierung ist wichtig für einen Fußballer, von der ich auch überzeugt bin, als wichtiges Werkzeug, ihr habt meine Haltung jetzt inzwischen begriffen, dann ist es nicht meine Aufgabe, immer wieder Dinge zu finden, die das bestätigen. Also es ist ja ein leichtes, eine Theorie aufzustellen, man muss sich orientieren und dann gucke ich in den Fußball rein und gucke in Spiele rein, guck, der hat sich orientiert, hat danach was gemacht, hat sich orientiert, hat danach was gemacht. Und ich bestätige mich immer wieder selbst und ich sehe immer wieder Videos, die das bestätigen. Aber wenn ich von dieser These wahrlich überzeugt wäre, dann müsste ich mich ja gezielt auf die Suche begeben nach der anderen Seite. Also ich müsste ja Spielsituationen und Spieler raussuchen, die sich 5, 6, 7 Sekunden, bevor sie den Ball bekommen haben, gar nicht umgeschaut haben, aber trotzdem die richtige Entscheidung treffen und ausführen. Und in dem Moment, wo ich solche Spieler dann finde, die es übrigens auch gibt, natürlich gibt es die, dann stelle ich mir auf einmal andere Fragen, nämlich, okay, wie kriegt er das denn ohne die Orientierung hin? Was sind die Gründe dafür? Und dann begebe ich mich eigentlich auf einen Pfad, wo ich ein Thema wirklich auch mal sehr kritisch hinterfrage, wo ich mich dann wirklich auch mal frage,
okay, wann macht das Sinn? Wie kann ich dieses Tool, dieses Werkzeug Orientierung anwenden, wann nicht? Und dann komme ich der Wahrheit sozusagen einfach auch ein Stückchen näher. Deswegen immer wieder kritisch sein und auch seine eigenen Überzeugungen immer wieder überprüfen. Apropos Überzeugung überprüfen. Heute kannst du ein Coach-to-Überraschungspaket gewinnen, indem du dieses Video kritisch kommentierst. Schaffst du es, der Top-Kommentar zu werden, also der Kommentar zu werden, den andere häufig mit Gefällt mir drücken, dann gewinnst du das Überraschungspaket. Deine Aufgabe ist es, kritisch dieses Video einfach auch zu beleuchten, also einen Kommentar dazu zu schreiben, gut oder schlecht, aber vor allen Dingen belegt. Und vor allen Dingen auch mit Quellen belegt. Such dir ein Buch raus, such dir Blogartikel raus, such dir andere Videos raus, die du ebenfalls mit verlinkst. Und wenn du der Top-Kommentar bist, also derjenige bist, der es dann am besten macht, gewinnst du unser Coach-to-Überraschungspaket. Deswegen immer kritisch bleiben, auch diesem Video gegenüber. Und jetzt geht's in die Praxis, ans Video, in die Spielsituation. Viel Spaß! Ja, und da sind wir auch schon in der Szene. Ich werde die Szene erstmal komplett unkommentiert und auch ohne Highlights einfach ablaufen lassen, damit man sich daran gewöhnen kann. Das würde ich übrigens auch mit Spielern immer so machen, dass sie erstmal die Szene in Gänze sich einmal anschauen können. Als nächstes ist eine Szene, wo es darum geht, dass eine Mannschaft den Ball Besitz hat, beim Innenverteidiger den Ball hat. Und hier sind fürs Erste einfach nur mal Möglichkeiten eingezeichnet, welche Möglichkeiten einfach generell der Spieler am Ball jetzt hat. Hier auch im nächsten Step und um diesen Spieler und auch um diese Situation wird es in Häufigkeit gleich gehen. Einmal kurz aufgezeigt, welche Möglichkeiten er jetzt hat. Also er könnte jetzt aufdrehen und den tiefen Pfeil folgen und den Ball in die Tiefe bewegen. Er kann ihn zur Seite raus bewegen, das macht er ja auch gleich. Oder halt den Ball einfach zurück zu einem freien Spieler zurückspielen, einfach nur um nochmal aufzuzeigen, okay, was kann ein Spieler in dieser Situation machen? Das ist manchmal total wichtig, sich einfach auch vor Augen zu führen, was ein Spieler machen könnte. Wenn wir die Sequenz dann weiter ablaufen lassen, nehmen wir einmal die nächste Entscheidung mal so ein bisschen als Basis und daran möchte ich nochmal kurz belegen und auch ein bisschen aufzeigen, was wir auch in den letzten Videos einmal hatten. Der Spieler im Zentrum bewegt jetzt den Ball auf eine Seite und hat im Kern zwei Passoptionen. Die eine kurze Passoption mit dem oberen Pfeil und einmal die längere Passoption direkt zum Flügel raus auf den Außenspieler. Und was jetzt im Kern passiert, wird oberflächlich immer gerne als ja, Missverständnis wahrgenommen. Das heißt, wenn wir es weiter ablaufen lassen, sehen wir gleich eine Sequenz. Er bewegt den Ball nochmal raus und das ist jetzt das, und das ist das Interessante, das ist das, worüber wir in den letzten Videos auch viel gesprochen haben. Er blickt jetzt einmal kurz hoch und sieht eigentlich an der Körperhaltung seines Mitspielers, der Nummer 5, nämlich hier auf der Seite, dass der Fünfer eigentlich ein bisschen nach vorne geneigt ist und ihm damit signalisiert, okay, es könnte sein, dass ich den Ball in die Tiefe bekomme, weil aktuell steht er ja gar nicht anspielbar bereit, sondern steht ja eigentlich genau hinter dem weißen Spieler. Im nächsten Moment guckt der Spieler am Ball aber wieder runter und hat diese Entscheidung, die er im Kopf hatte, aber schon getroffen. Und jetzt verändert sich die Situation aber im nächsten Moment und man sieht jetzt auch, wie die Entscheidung am Ball schon getroffen ist, der Fünfer aber seine Position hält, weil er halt aufgrund dessen, was er sieht, nämlich einen gegeneilenden Außenverteidiger und dann dadurch halt merkt, okay, der Ball ist gar nicht mehr realistisch für mich, der ist gar nicht mehr die beste Option für mich und dann eigentlich stehen bleibt und wahrscheinlich im nächsten Moment den Ball eigentlich flach an der Linie bekommen möchte. Der Spieler in der Mitte aber seine Entscheidung gar nicht mehr abbrechen kann, sondern schon in der Ausführung ist und mit dieser Ausführung eigentlich einen Ballverlust provoziert und danach die schwarze Mannschaft wieder hinterher rennen muss und versuchen muss, diesen Ball wiederzuholen. Das einfach nur nochmal so als Beispiel, wie dann so kleinste Körperbewegungen dazu führen, weil alles wird eben analysiert und das ist eben beispielsweise auch gut dafür, mal aufzuzeigen, warum es auch wichtig ist, dass Mannschaftsteile zusammen trainieren müssen, weil aus einer einfachen Passform erkenne ich jetzt nicht bei meinem Mitspieler, wann geht er tief, wann muss er auch eine andere Entscheidung treffen, weil es sind ja gar keine Gegenspieler da. Und das ist einfach auch wieder ein Argument dafür, immer Spielform und Organisationsform zu finden, wo Spieler immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Um die Situation soll es mir aber gar nicht gehen, sondern wir gucken uns diese erste Situation nochmal an. Es geht jetzt ganz, ganz viel um diesen Spieler, der jetzt hier gerade markiert ist. Er kommt jetzt in die Situation rein, er braucht sich jetzt nicht groß orientieren, sondern das, was er als nächstes sieht,
Das, was er als nächstes sieht, sind ja eigentlich schon fast alle Spieler. Das heißt, er sieht von der weißen Mannschaft bis auf vielleicht zwei Spieler, sieht er automatisch, weil er in den Ausschnitt schon reinläuft. Er bewegt sich automatisch schon zwischen vier Gegenspielern. Also könnte man das hier an der Stelle auch als ein Prinzip formulieren. Und man sieht jetzt, wie er kurz Blickkontakt auch hier zu seinen Mitspielern in die Tiefe aufnimmt, um einfach zu wissen, okay, was passiert als nächstes. Und das ist die Situation, die wir uns gleich mal rausgreifen werden. Das heißt, er bekommt einen Pass zwischen zwei Gegenspielern und muss aus dieser Situation und nichts anderes erstmal eine Entscheidung treffen. Welche Entscheidung kann er treffen? Das haben wir vorhin einmal definiert im ersten oder in der zweiten Sequenz vielmehr. Wo der Spieler dann in die Tiefe gehen konnte, den Ball reinbewegen konnte, wie er es tut oder einfach wieder zurückspielt. Wir nehmen uns aber jetzt nur mal diesen Ausschnitt und behalten ihn im Hinterkopf. Und um diese Situation wird es genau gehen, die ich hier nochmal hervorgehoben habe. Die wollen wir trainieren, die nehmen wir uns raus. Und das ist das, was wir dann später in der Spielform abbilden wollen. Nämlich ein Spieler bekommt den Ball zwischen zwei Gegenspielern, kann den Ball in die Tiefe bewegen, kann den Ball aber auch wieder nach vorne bewegen oder kann den Ball zur Not halt auch zurückspielen. Wenn wir etwas genauer nochmal drauf gucken, wir gucken sie uns jetzt schon das zigfachste Mal an, können wir im Sinne dessen, was wir auch von der Mustererkennung im letzten Video besprochen haben, uns mal in die Situation dieses Spielers reinversetzen. Für ihn können jetzt ganz unterschiedliche Zusammenfassungen der Konstellationen entstehen. Das heißt, wenn er jetzt in diesen Ausschnitt reinläuft und den Ball bekommt, hat er beispielsweise vorne wahrgenommen, wie ein Stürmer gegen zwei Innenverteidiger spielt. Oder er hat am unteren Bildrand hier eingezeichnet, wahrgenommen, wie Außenverteidiger und Außenstürmer vielleicht gegen ebenfalls Außenverteidiger und Außenstürmer spielen. Oder er hat die Konstellation in der Mitte wahrgenommen und sieht vielleicht nicht jetzt 8 oder 9 oder 10 Spieler, sondern er sieht einfach drei Konstellationen, die er im Hinterkopf hat und die er lösen muss. Und diese Lösungen ruft er nämlich aus den Situationen ab, wo schon mal sowas Ähnliches passiert ist. Das heißt, ich kann mich nicht darauf verlassen, zu sagen, ich trainiere einfach nur einen Pass mit einem Passspiel oder anderen einfacheren Übungen und hoffe dann, dass der Spieler in der Lage ist, solche Konstellationen zu erkennen und zu bewerten und dann auch besser auszuführen. Was aber auch sein kann, ist, dass der Spieler dieses blau eingezeichnete Feld als eine Konstellation sieht. Also wie die Konstellation des Ballführers zu einem zentralen Mittelfeldspieler oder die Konstellation vom Ballführer zum Außenverteidiger gegen einen Außenstürmer und aufgrund dessen seine Entscheidung trifft. Oder für ihn ist ein Muster, eine Zusammenfassung, eben die Konstellation aus Innenverteidiger und Stürmer, weil beispielsweise die Mannschaft oder er halt in Häufigkeit erfahren hat, dass eigentlich ein Ball vom Innenverteidiger in der Regel lang auf den Stürmer gespielt wird. Wenn das Muster ist, was sich bei ihm abgebildet hat, wofür wir als Trainer verantwortlich sind, mit der Art, wie wir trainieren, mit der Art, wie wir spielen und mit den Sachen, die wir einfordern, dann antizipiert er das als nächstes. Dann würde er sich vielleicht jetzt in der Konstellation, wenn er gewohnt ist, warte mal ganz kurz, aus der Konstellation meistens fliegt ein langer Ball, würde er sich wahrscheinlich dann so positionieren, dass er den zweiten Ball bekommt. Und so kommen halt Entscheidungen auf dem Spielfeld zustande und unterschiedliche Spielerfahrungen haben da einen Einfluss drauf. Jetzt haben wir uns die Szene sehr häufig angeguckt, in unterschiedlichen Konstellationen und auf unterschiedliche Sachen auch Wert gelegt. Jetzt muss ich als Trainer die Entscheidung treffen, was will ich jetzt eigentlich verbessern? Also von all den Sachen, die wir gerade besprochen haben, von allen Konstellationen, wie beispielsweise dem langen Ball und dem zweiten Ball, das könnte ich ja trainieren und trainieren wollen für den Spieler im Zentrum, den wir uns gerade genauer angeguckt haben. Oder ich könnte mir auch andere Konstellationen raussuchen. Und das ist die Entscheidung, die ich als Trainer einfach treffen muss, nämlich was braucht der einzelne Spieler und was ist die Spielsituation und wie kann ich daraus dann eine Trainingsform abbilden. Und wir machen das jetzt einfach mal mit der einfachen Konstellation, die wir hier haben. Das heißt, wir nehmen uns genau diese Konstellation raus. Es kommt ein Anspiel. Der Spieler bewegt sich zwischen zwei Gegenspielern und muss aus diesen zwei Gegenspielern den Ball entweder in die Tiefe bewegen oder nach vorne bewegen. Um dann zu wissen, was ich halt trainiere und was ich halt auch nicht trainiere, muss mir einfach bewusst sein, dass diese Konstellation ja trotzdem abhängig ist von allen Sachen, die hier gerade eingezeichnet sind. Denn selbst der Spieler, der am oberen Bildrand, also der linke Verteidiger oder der linke Außenspieler, der hier eingezeichnet ist, hat einen Einfluss auf diese Konstellation. Denn es kann ja sein, dass während der zentrale Mittelfeldspieler reingelaufen ist in die Situation, er sich einmal kurz geöffnet hat oder im Reinlaufen das noch mitbekommen hat, dass der da steht oder er einfach weiß, dass er da steht, weil er logischerweise auch mit dem Verständnis nach und nach geprägt ist, dass halt da ein Außenspieler ist,
dass er aufdreht und den Ball halt direkt in die Tiefe weiterleitet. Das heißt, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, was trainiere ich, treffe ich auch gleichzeitig die Entscheidung, was trainiere ich nicht. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise die Konstellation rausziehe, wo ich nur den Spieler zwischen zwei Gegenspielern bewerte und trainieren möchte, trainiere ich die anderen weiteren Entscheidungen damit nicht. Dafür bräuchte ich dann wieder größere Spielformen. Und wie versprochen, mit dieser Konstellation gehen wir direkt einmal in eine Spielform, die wir danach konstruiert haben. Denn wir nehmen jetzt wirklich nur dieses Element Anspiel und zwei Gegenspieler an der Seite für den, der den Ball bekommt. Wir bedienen uns hier am Anfang mal so einen kleinen Kunstgriff, denn es geht eigentlich um die Konstellation aller Spieler, die gerade nicht markiert sind, die gerade kein Highlight um sich haben, nämlich die zwei roten und den grünen. Aber irgendwie muss der Ball ja zu denen kommen. Und hier wäre es beispielsweise eine Möglichkeit, zwei Offensivspieler in dem rechten Feld zu positionieren, die sind weiß markiert. Mit dem Anspiel, das kann der Trainer machen, das kann ein Feldspieler jetzt machen, das ist nicht so wichtig. Kommt halt der Verteidiger rein, der startet auf der roten Linie, da wo er jetzt auch steht, muss die beiden unter Druck setzen und für die ist es ja auch eine Art Individualtraining. Das heißt, der Rote lernt es mit dem Pass Druck auszuüben und die Grünen lernen halt unter Druck den Ball zu bewegen und das vertikale Spiel zu finden. Und dann wird der Spieler in der Tiefe angespielt oder er kann angespielt werden, am besten auch so schnell wie es geht, weil die Situation wird nicht anders werden, ob ich den ersten Ball tief spiele oder ob ich den 20. Ball tief spiele. Und mit dem Pass darf halt einer der rot markierten Spieler rein. Und das kann man unterschiedlich dann im Schweregrad natürlich verändern. Ich kann sagen, es dürfen beide mit dem Pass rein. Ich kann die Abstände verändern, dass der Weg weiter wird. Ich kann aber auch sagen, okay, der Trainer bestimmt halt mit Handzeichen immer einen, der reinläuft. Und der Grüne muss sich dann halt entsprechend positionieren, sich so positionieren zwischen den Zweien, dass er sieht, wer ihn angreift. Und das Ziel ist halt einfach die Dribbellinie nach hinten, sich aufzudrehen und in die Tiefe zu kommen, zwischen den beiden Dummies durchzudribbeln oder halt wieder zurück zu einem Grünen zu spielen. Das haben wir jetzt aber hier an der Stelle einfach mal rausgelassen, weil ich halt vielleicht provozieren möchte, dass er sich mehr in die Tiefe löst, dass er das auch besser macht, wie beispielsweise in der Spielsituation eben, wo der auch nach hinten wieder gedribbelt habe, obwohl das eher mit der Passlänge zusammenhängt. Aber lassen wir den Punkt erstmal weg. Aber das ist eine ganz einfache Möglichkeit, einfach zu sagen, ich habe 4, 5, 6 Spieler, ich habe etwas im Spiel gesehen oder es ist ein grundsätzliches Prinzip oder es ist eine grundsätzliche Organisation von mir, in der ich arbeiten möchte. Und für mich ist das Prinzip, sich zwischen Gegenspielern zu bewegen und daraus Entscheidungen auszuführen, ein Prinzip. Und das kann ich hiermit trainieren, mit 2, 4, 6 Spielern, individuell für die, die es entweder schon gut können, damit sie es noch besser können, oder auch für die, die es nicht so gut können, um es einfach zu verbessern. Und genauso sind es defensiv natürlich Themen, genauso sind es offensiv Themen, diesen Spieler dann auch zu finden. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video einmal den Prozess aufzeigen, wie ich oder wir den Fußball organisiert haben, wie wir den Fußball auch sehen ein Stück weit, wie wir Situationen auch analysieren und wie wir aus diesen Situationen dann Spielform ableiten können. Trotzdem gibt es eine Sache, die ich dir niemals abnehmen kann, nämlich die Organisation des Fußballs. Es ist deine Aufgabe als Fußballtrainer, so schlau zu werden für dich, für deinen Bereich, für deine Aufgaben. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und für dich einfach herauszufinden, wie möchtest du den Fußball organisieren. Dabei kannst du dich natürlich inspirieren lassen von Büchern, von Videos. Und hoffentlich habe ich das auch in diesem Video getan. Aber am Ende kann es dir keiner abnehmen, weil du musst für dich die Unterteilung finden, mit denen du dich wohlfühlst. Weil nur wenn du dich als Trainer damit auch wohlfühlst, kannst du das auch wirklich glaubhaft und authentisch an deine Spieler weitergeben. Und der zweite Punkt, der ist mir fast wichtiger, nämlich dass du kritisch mit Inhalten umgehst. Und damit bis zum nächsten Mal bei Coach Football.